Nun ist dir vielleicht bei den Stücken, die wir bisher gestrickt haben, schon aufgefallen, dass die ein kleines Problem haben. Wenn wir glatt rechts stricken, dann rollt sich der Anfang auf. Aber nicht nur der Anfang, sondern auch die Seiten rollen sich ein. Daher ist ein reines Glatt-Rechts-Muster denkbar ungeeignet, zum Beispiel für Jackenränder, so wie hier es rollt sich auch am Rand ein. Auch bei einem Schal würde sich einrollen, sowohl der Anfang als auch die Seiten. Wir haben ja schon ein Rippenmuster kennengelernt. Wir haben hier kraus rechts gestrickt, da rollt sich auch nichts ein. Es gibt aber noch hübschere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein kleines Perlmuster. Ich habe hier eine ungerade Maschenanzahl genommen, warum wirst du gleich sehen. Ich beginne mit einer Randmasche, die stricke ich rechts und nun einfach eine Masche rechts, eine Masche links, immer abwechselnd. Eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Bis zum Ende der Reihe. Ich habe es schneller gestellt, natürlich. Und in der Rückreihe können wir ganz genauso beginnen mit einer Masche rechts, einer Masche links, weil wir eine ungerade Maschenzahl haben. Bei einem Rippenmuster würdest du nun die Maschen so stricken, wie sie erscheinen auf der Rückseite. Beim Perlmuster machen wir das genau umgekehrt. Also die linke Masche wird rechts abgestrickt und die rechte Masche wird links gestrickt. Und wegen der ungeraden Maschenzahl beginnen wir auch hier Randmasche, eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. So auf die Art und Weise stricken wir ein paar Reihen. Ich habe, glaube ich, 8 Reihen gestrickt. Und wieder ein bisschen schneller. Keine Sorge, ich stricke nicht so schnell. So, nun sehen wir hier einige Reihen von dem Perlmuster. Und wenn wir nun glatt rechts weiter stricken wollen, aber verhindern wollen, dass sich die Ränder einrollen, könnten wir zum Beispiel nun am Weiterstricken am Anfang der Reihe 4 Maschen Perlmuster, am Ende der Reihe ebenso und dazwischen einfach unser glatt Rechtsmuster. Das machen wir jetzt auch. Also eine Randmasche, 4 Maschen Perlmuster, die Maschen umgekehrt stricken, wie sie erscheinen, rechts, links, rechts, links. Nun unser glatt rechts, also nur glatte Maschen. Bis wir wieder bei den letzten 4 Maschen vor der Randmasche angekommen sind und nun wieder links, rechts und eine rechte Masche als Randmasche. Und auf der Rückseite natürlich dementsprechend Randmasche, 4 Maschen Perlmuster, rechts, links, die Mustermaschen, linke Maschen. Es soll ja glatt rechts werden. Und am Ende ebenfalls wieder 4 Maschen Perlmuster und eine Randmasche. So, und nun siehst du hier, nichts rollt sich ein. Es ist ganz perfekt gerade und macht außerdem einen sehr hübschen Rand, einen hübschen Kontrast zum glatt rechts Muster.